Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch wieder was zu Java zeigen. Und zwar zu sogenannten Automaten. Ihr seht hier schon ein Bild von so einem Automat. Ich möchte euch jetzt erstmal erklären, was das Ding kann, beziehungsweise wozu es gut ist. Und euch danach zeigen, wie man sowas in Java implementieren würde. So, also das hier ist ein Automat, wie ich gerade gesagt habe. Ihr seht hier diese runden Bobbles. Die sollen rund sein, ja. Q1, Q2 und Q3, das sind die sogenannten Zustände. Und in diesen Zuständen befindet man sich sozusagen. Also ein Automat ist immer in einem Zustand. Normalerweise hat man dann auch meistens noch einen Startzustand, der wird dann durch diesen Pfeil ohne Herkunft dargestellt. Also in diesem Fall würden wir anfangen im Zustand Q1 und dann eben sind wir im Zustand Q1. Und diese Pfeile hier, also das ist ein Pfeil, der zeigt einfach wieder auf Q1 und kommt von Q1. Das ist der Pfeil mit der 1 hier. Der kommt von Q1 und geht zu Q2. Und das ist der Pfeil, der von Q2 nach Q2 geht. Der hier geht von Q2 nach Q3 und eben so weiter. Hier der hier von Q3 nach Q3 und der von Q3 nach Q1. Das muss natürlich nicht zyklisch sein. Der Pfeil hier mit der 0, der könnte statt zu Q, von Q3 zu Q1 natürlich auch von Q3 auf Q2 gehen oder sonst irgendwo hin. Das einzige Wichtige ist, dass immer alle Möglichkeiten abgedeckt sind, denn wir wollen ja immer jeden Zustand wohl definiert haben. So, was heißt jetzt auch das wieder mit alle Möglichkeiten abgedeckt? Und zwar, diese Nullen und Einsen sind Eingaben sozusagen. Und ja, das bedeutet, wenn wir im Zustand Q1 sind und wir bekommen eine Eingabe mit 0, dann gehen wir wieder in den Zustand Q1. Und wenn wir eine 1 als Eingabe bekommen im Zustand Q1, dann gehen wir in den Zustand Q2. Und hier eben genau dasselbe, wenn wir eine 0 kriegen, gehen wir wieder in Q2 und wenn wir eine 1 kriegen, gehen wir wieder in Q3. So, das ist nicht dasselbe, wie wenn wir einfach drin bleiben, denn meistens wird dabei noch etwas gemacht. Also wenn wir in Zustand Q, also wenn wir in Zustand Q1 sind und wieder in Zustand Q1 gehen, dann wird meistens noch eine Ausgabe getätigt, die kann natürlich beliebig sein. Das schreibt man dann meistens mit einem Komma hinten dran. Und da gibt es jetzt zwei Arten von Automaten. Sagen wir mal, hier kommt eine 1 raus und hier kommt eine 0 raus. Und das muss natürlich überall sein. Also hier muss ich dann auch eine Ausgabe machen, da muss ich eine Ausgabe machen, überall halt. Und ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Das ist die erste, dass immer beim Zustandübergang was passiert oder es kann was passieren, wenn wir uns im Zustand befinden. Aber ich möchte euch jetzt die Version zeigen, was passiert, wenn wir im Zustandübergang was ausgeben. Also hier haben wir den Zustand, das ist die Eingabe und das ist die Ausgabe. Das kann natürlich beliebig komplex sein. Da kann auch ein Funktionsname stehen und hier kann, keine Ahnung, ein String-Input stehen, was weiß ich. Also das kann natürlich beliebig komplex sein. Ihr seid auch nicht auf drei Zustände oder sowas begrenzt. Das ist einfach nur ein wichtiges Modell, das man sehr gut anwenden kann. Zum Beispiel bei Tic-Tac-Toe oder sowas. Da kann dann natürlich ein Input kommen, der, ja, meistens hat man 9 Felder, normalerweise zumindest. Das heißt, wir können Input von 9 Stück kriegen und dann könnt ihr hier überall 9 Pfeile von jedem Zustand haben. Also wenn ihr euch da drin befindet, dann passiert das und so weiter und so fort. Und da kann man dann relativ komplexe Methoden damit machen. Und eben, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das in Java aussieht. Ich hoffe, ihr habt die Theorie bisher verstanden. So, also direkt zu Java. Ich habe hier eine neue Main-Klasse erstellt. Hier machen wir noch gar nichts. Wir erstellen uns jetzt erstmal eine neue Klasse. Und das soll der Automat sein. Ja, und der hat auch noch nichts. So, und jetzt hier Zustand. Ich mache jetzt nur einen Zustand, Zustandsvariable. Ihr könnt das Ganze, das macht man häufig so, auch als abstrakte Klasse oder Interface machen, also eine abstrakte Klasse Zustand und die dann eben in die einzelnen Unterzustände vererben. Und der Automat hält dann eben nur den Zustand jeweils. Aber ich möchte hier in diesem Fall das ganz einfach machen, nämlich den Zustand gerade, also den Int Zustand, also um welchen Zustand es sich handelt. Int Nummer. Und dann müssen wir ja noch hier eben die Eingabe regeln, also public
Und wir wollen ja, während, wenn er was eingegeben bekommt, wollen wir ja auch immer was ausgeben. Also Public Int Input. Also das Int hier ist quasi die Ausgabe. Und hier bekommen wir jetzt eine Eingabe rein. Die nennen wir einfach in und dann haben wir hier auch schon unsere Methode. Da muss jetzt halt irgendwas drin passieren. So, und jetzt würde ich sagen, wir switchen hier über den Zustand, beziehungsweise über die Nummer vom Zustand. Switch, ja, richtig schreiben sollte ich es vielleicht noch. Switch Nummer. Hast du denn ein Problem? Ach so, ja. So, und jetzt Case. Wir wollen mit 0 anfangen, weil das einfach immer so ist. Dann Break und dann wieder Case 1 und Break und Case 2. Können Semikolon und Doppelpunkt bitte. Break und der Default-Block, falls irgendwas schiefgegangen ist. Warum schreibt er den jetzt nicht an Anfang? Manchmal verstehe ich es nicht. Da wollen wir einfach sysout-error machen. Also da können natürlich auch beliebig viele komplexe Methoden dann hier drin sein. Hier wollen wir dann natürlich noch eine 0 zurückgeben. Ja, wobei eine minus 1 als Error wäre ganz cool. So, und jetzt gucken wir uns das Ding hier an. Also wir wollen, wenn wir eine 0, also wir sind im Zustand. Also hier sind wir jetzt im Zustand 0 quasi. Ich switche ja über den Zustand. So, wir wollen hier, wenn wir eine 0 kriegen, eine 1 ausgeben. Und wenn wir eine 1 kriegen, wollen wir eine 0 ausgeben. Das ist ja gerade, ja gut, machen wir es einfach so. If in gleich 0, return 1. Und else return 0. So, und das kopieren wir uns jetzt mal hier rein. Naja gut, Break ist unerreichbar, deswegen brauchen wir das da auch nicht mehr reinschreiben. Das brauchen wir hier dann auch nicht. So, im ersten Zustand, der macht genau dasselbe, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wobei, nee, da machen wir das gerade andersrum. Hier kommt eine 0 raus und hier wollen wir eine 1 raus haben. So, jetzt muss ich gucken. Also, wir wollen, was habe ich gesagt, eine 0 raus haben. Wir haben eine 0 eingegeben, also wollen wir eine 0 raus haben. Und wir wollen, wobei, das kann man auch kürzer schreiben natürlich. Einfach return in. Wir geben ja immer genau dasselbe zurück. Und im zweiten Zustand, was wollen wir da machen? Da machen wir was Cooles. Wir geben eine andere 1 zurück und wir geben hier eine 1 zurück. Damit ihr auch seht, dass das nicht so unbedingt sein muss, dass wir immer irgendwas anderes zurückgeben, sondern wir können einfach auch immer dasselbe zurückgeben. Also da kann natürlich irgendwas Komplexes stehen. Hier können wir nicht nur einen Return haben, sondern wir können auch eine Funktion aufrufen dazwischen drin und die berechnet uns dann irgendwas. Aber ich möchte euch ja nur das grobe Modell dazu zeigen. Solche Automaten werden auch meistens dann sogar auf dem Papier entworfen, man glaubt es kaum. Oder halt mit irgendwelchen anderen Programmen wie Visio. Das solltet ihr euch vielleicht mal angucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Studenten kriegen das, by the way, meistens relativ gratis oder fast kostenlos. Durchaus zu empfehlen. So. Und unser Automat macht jetzt was? Der hält erstmal einen Zustand. Zustand Z gleich New Zustand. Ach so, und ich würde sagen, in unserem in unser Dings machen wir hier noch den Generator bzw. den Konstruktor, der die Nummer auf 0 setzt. Weil wir wollen ja hier, sehen wir ja, okay, hier ist jetzt Zustand 1, 2 und 3. Wir haben 0, 1 und 2, das kommt auf selber raus. Auf dem Blatt zeichnen wir meistens ab 1 und wir als Informatiker zeichnen oder schreiben es dann im Code meistens einfach als 0. So, unser Startzustand ist eben dann dieser hier, also der erste, also Q0, und deswegen setzen wir den hier mal so. So, und jetzt müssen wir hier natürlich auch noch in jedem Fall switchen, also was wir mit unserem Zustand machen wollen. Denn wir sind ja hier, wir verlassen diesen Zustand ja niemals. Also sagen wir hier, wenn wir eine 0 kriegen,
dann gehen wir in den Zustand, dann bleiben wir im selben Zustand. Ansonsten gehen wir in den Zustand. Welcher ist es? 1 über. Und hier machen wir dann nochmal was. Was machen wir hier? Wenn wir in den Zu wenn wir eine 1 kriegen, also if in gleich 1, dann gehen wir in Zustand 1 über. Das ist dieser Pfeil hier. Wenn wir in diesem, wenn wir hier eine 0 kriegen, dann müssen wir ja nichts ändern. Und bei Q3, wenn wir eine 0 kriegen, gehen wir, nicht return, Entschuldigung. If in gleich 0. Im Übrigen muss das nicht unbedingt so aussehen. Ich könnte auch einfach diesen Pfeil hier weglassen, also dass ich überhaupt nicht mehr von Q3 wegkomme und hier noch einen zweiten Pfeil dran setzen, dass ich von Q3, wenn ich 0 kriege, auch wieder in Q3 gehe. Das wäre dann ja sozusagen der Endzustand, weil man von dem einfach nicht mehr wegkommt. So, wenn wir 0 kriegen, wollen wir, dass der Zustand, also meistens möchte man irgendwelche Zustände, die halt ja, hin und her gehen. Und hier wollen wir natürlich in den Zustand 2 gehen. Ich dödel. So. Und der Automat, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das eigentlich schon hier alles in den Zustand gemacht, weil es relativ easy war. Wie gesagt, meistens macht man das dann als abstrakte Klasse und definiert sich dann Unterklassen, die dann halt jeweils die Input-Methode überschreiben. Aber hier konnte man das recht schön mit einem Switch Case machen. Recht platzsparend. So, und jetzt können wir hier einfach unseren neuen Zustand erstellen. New, beziehungsweise Zustand Z gleich New Zustand. So. Und jetzt möchten wir, ja, jetzt haben wir einen String, irgendeinen. Null, eins, eins, null, irgendwie sowas. Sowas. Und jetzt möchten wir, dass wir Z-Punkt, ja, wobei, for i gleich 0, i kleiner s-Punkt, wie heißt das Ding jetzt wieder? Length, s++. So. Und jetzt möchten wir natürlich diesem Zustand Z jedes Mal einen Input geben. Und zwar s.get. Krieg ich? Nein, nicht mit get. Wie hieß denn das? Char-add oder sowas? Ja, perfekt, Char-add. Char-add i. Wir wollen ja einfach alle haben. So, und jetzt ist unser Problem noch, dass unser, die brauchen wir echt nicht, dass unser Input hier ein Integer nimmt. Ja gut, Chars sind quasi Integer. Ich kann das nochmal explizit cast. Hallo? Klammer zu. Casten. Aber ich kann es auch einfach lassen. Und jetzt wollen wir das natürlich auch noch ausgeben. Vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeile, sondern nur so. S++, wie komme ich auf S++? So, jetzt mal gucken, was passiert. Ja, okay. Das passiert natürlich, weil wir es hier als String gemacht haben. Upsala. Die Strings haben natürlich eine andere Repräsentation. Das sind ja keine echten Nullen, keine echten Einsen. Das sind ASCII-Nullen und ASCII-Einsen. Deswegen müssen wir die jetzt tatsächlich dann umwandeln. Und zwar, wir müssen sie parsen. Das ist vielleicht auch nicht übel, wenn ich euch das gerade zeige. Integer.parse int. Mal gucken, ob das auch mit dem geht. Nein, es geht nicht mit denen. Gut, dann müssen wir das anders machen. Und zwar gibt es auch noch eine andere Möglichkeit dazu. Ja, es läuft. So. Character ist die Wrapper-Klasse von Java für Characters, wie der Name schon sagt. Da gibt es eine Methode für getNumericValue. Sonst müssten wir uns das selber schreiben, das ist ein bisschen nervig. So, jetzt muss ich Klammern zählen. Lass mich raten. Hier können wir doch einfach eine wegmachen. Aber dann brauchen wir hier trotzdem noch eine mehr. So. Furchtbar. So, ja, ich zeige euch gleich noch, warum jetzt funktioniert.
Also wir stecken quasi hier nach und nach alles ein und gehen dann die Zustände durch. Und ihr könnt es mal kontrollieren, ob es funktioniert. Das Schaubild ist das hier. Also einfach jeden Buchstaben rein. Also wir fangen hier an. Wir geben als erstes ein, wo sind wir? Eine 0 ein. Dann geben wir eine 1 ein. Dann geben wir wieder eine 0 ein. Also wenn eine 1 kommt, geben wir hier, wenn eine 0 kommt, geben wir eine 1 aus und gehen wieder hier rein. Wenn eine 1 kommt, geben wir eine 0 aus und gehen hierher. So, und nach diesem Muster wird es dann halt eben sozusagen konvertiert und wir kriegen das hier wieder raus. Gut, jetzt ASCII-Values. Ja, ihr kennt sicher vielleicht ASCII. Ich zeige euch da gerade mal eine Tabelle dazu. So, ich hoffe, ich darf die benutzen. Ich nehme es doch mal an. Also, das ist nur eine ASCII-Tabelle. Und zwar, wenn wir hier ASCII-Werte von, wo sind wir? Also die Zahlen 0 und 1 haben die Werte 48 und 49. Das ist das Problem dran gewesen. Und ja, wenn man dann eben den Charakter mit dem Inhalt 0 verwandelt, dann ist es halt nicht 0, sondern 48. Und wenn man die 1 verwandelt, ist es halt 49. Die Tabelle solltet ihr euch übrigens merken, die kann mal ganz nützlich sein. Also man kann, das ist quasi die Umrechnung, wie Java das dann intern umwandelt, wenn man einen Charakter in Int verwandelt. Aber das soll jetzt hier nicht weiter wichtig sein. Wir wollten ja quasi den Inhalt hier haben. So, das war es auch schon zu Automaten. Ich denke, da kann man relativ viel mitmachen. Das ist eine gute Methode. Und ja, wie gesagt, abstrakte Klassen oder Interfaces sind da recht gut zu benutzen, aber ein bisschen umständlicher zu programmieren. Ja, aber irgendwann wird es halt unschön mit Switch Case und in dem Fall ging das jetzt noch ganz gut. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte wieso nicht. Und ansonsten Fragen und Kommentare oder Anregungen bitte in die Kommentare. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.